Unser Tier. Gleich in der Harald Schmidt Show. Helmut Schadet! Bam! Meine Damen und Herren, Sie moderiert die erfolgreichste und wahrscheinlich auch beste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen mit News, mit harten Facts, die uns wirklich interessieren. Die abendlichen Nachrichten auf RTL 2. Herzlich willkommen, Sandra Thier! Ein Geschenk? Servus und grüß Gott, hast du es mal ja, bei das, uns zu Hause, gell? Servus und grüß Gott. Graz. Graz. Steiermark. Da komme ich her. Graz ist die Hauptstadt der Steiermark? Jawohl, und das ist das grüne Herz von Österreich, die Steiermark insgesamt. Deshalb habe ich gleich ein kleines Präsent für dich mitgebracht, gell? Das Kürbiskernöl in der Harald Schmidt Show Edition quasi. Das ist aber wahnsinnig nett und das ist ganz toll. Und weißt du was, von wem ich schon mal Kürbiskernöl geschenkt gekriegt habe? Von Klaus Eberhardinger, dem Sänger der ersten Allgemeinen Funksicherung. Das ist mein Nachbar, mein ehemaliger. Nein! Ohne Witz, Grüße bitte! Na, ohne Witz! Wo? In Wien? Nein, in Graz. Ich komme also aus Graz, aber ich bin in Seiersberg, Neu-Seiersberg aufgewachsen. Und er hat ums Eck gewohnt. Ja. Und 20 Jahre später, wo ich dann auch im Fernsehgeschäft war, haben wir uns mal kennengelernt. Und haben sogar zusammen gearbeitet, das eine oder andere Mal. Und gibt es die Allgemeine Funksicherung? Nein. Jo, gibt's sie noch? Also ob die jetzt aktuell Songs aufnehmen, weiß ich nicht. Aber das war so, weißt du, küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Absolut Riesenhits, der Furchenadel. Ja. Was ist sozusagen jetzt für uns als Deutsche, woran können wir erkennen den steirischen Dialekt vom Wiener Dialekt oder vom Tiroler? Genau, wienerisch, das können Sie ja ganz gut. Sie bemühen sich halt. Es reicht für die Deutschen. Für die Deutschen reicht, weil ich das Gefühl kenne. Das Falsche. In Wien ist das natürlich absolut, geht das gar nicht. Ja, aber für hier reicht's. Die Österreicher mögen diesen Wiener Dialekt ja gar nicht so. Weil der Deutsche mag den Wiener Dialekt, aber der Österreicher an sich. Weil Wien ist verhasst. Es ist dieser arrogante Wasserkopf, der das Volk ausblutet. Die Dekadenz lässt sich dort ölen, während der Steirer, der Tiroler Bub oben am Berg auf und das Edelweiß holen. Und wir sind ein bisschen bodenständiger, gell? Ja. Der Tiroler macht viel mit das ist mehr so das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir aber wahnsinnig gut, oder? Ja. Der Markus Lanz, wie kommt der bei euch an? Sag ich, toll! auf den sind wir wahnsinnig stolz. Aber der spricht sehr bemüht, nicht der Markus Lanz. Ja, er bekennt sich nicht dazu, dass er eigentlich ein Norditaliener ist. Genau. Ja, ist er eigentlich. Ich habe zu ihm immer gesagt, ich habe mit ihm zusammengearbeitet auch bei RTL. Und wir haben uns jeden Tag jahrelang in der Maske begegnet. Und dann habe ich gesagt, du bist ja eigentlich ein Österreicher. Und er so immer, nein, ich bin Italiener, hat er immer gesagt. Ja, vom Pass her. Ist ihm wichtig, dass er Italiener ist. Wahrscheinlich. Ne? Aber er hat es bisher irgendwie gut geschafft. Er lässt es sich wenig anmerken. Also das heißt, der Grazer, der steirische Dialekt ist weicher? Das ist Bellen. Bei uns wird ein bisschen mehr gebellt. Was heißt das? Ja, bist du Moped und so, weil man bellt ein bisschen. Gemietzi, komm um da mal. Also eigentlich, man versteht das auch teilweise kaum. Ah. Du, Mietzi, komm um da mal. Ja, komm mal her. Sag einmal. Mausi oder so. Ja, genau. Mietzi, komm. Aber ihr habt ja so schön Begriffe heute schon, Worte haben wir gehört, der Jugendsprache. Ne? Ja. Da habe ich jetzt auch was mitgebracht, weil ich muss ja auch Hochdeutsch lernen hier. Aber ich möchte dir noch vielleicht drei kleine Begriffe aus der Steiermark näher bringen. Ja, gern. Wir machen gleich mal das erste. Wo darf ich in welche Kamera? Das erste Wort würde O-Kiefeln bedeuten. O-Kiefeln. Ja, was könnte man O-Kiefeln? O-Kiefeln, das ist, entweder heißt es abkiefeln oder ankiefeln. Ja? Mhm. O-Kiefeln, vielleicht anmachen, baggern. Der hat mir O-Kiefelt. den ganzen Namen zuerst. Ja, ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht O-Kiefeln, oder blöd anreden. Herr auf mich. Der Helmut kennt das, weil der war ja gerade im Urlaub in der Steiermark und der hat sich einen wunderbaren Backhändlersalat gegessen, Helmut. Oder ein Backhändel an sich. Ja, schon. Ja, dann hast du wunderbar auch gekiefelt. Weil man, also Backhändel darf man mit der Hand essen, ne? Und dann nagt man den Knochen ab und das heißt dann O-Kiefeln. Ach, abnagen. Abnageln heißt das, genau. So, wir kommen zum nächsten Begriff. Ah, das ist sehr schön. Ogeln. Ogeln. Kann das mal mehr, das Publikum vielleicht mal nachsagen? Ogeln. Ogeln. Das haben wir ein bisschen ogelt. Ja, aber das ist anschreien, anmaulen.
Göln, Goschen? Ja, könnte sein, ist aber nicht so. O-Göln heißt, da bin ich ein bisschen O-Göld, gell? Wenn ich zum Beispiel abgerutscht, genau, mit einem Werkzeug arbeite und zum Beispiel ein bisschen O-Göln, ja. O-Göln. Und jetzt sagt man auch so O-Göln ja, ja. Und habe ich, hab ich meinen Arm O-Kiefelt. Zuerst O-Göld und dann Grand Schippel. Grand Schippel, ja. Das klingt wie der Marketingchef von RTL. Manchmal? Grand Schippel. Von Ende mal rüber gekauft. Ah, das macht jetzt Grand Herrlich. Schippel. Ja. Schippel klingt wieder, wie wenn ein sozusagen, ja, ich finde, wie wenn ein RTL2-Zuschauer den Amsterdamer Flughafen schreibt. Schippel. Schippel, ja, sehr schön. Schippel. Sehr schön, ja. Grand Schippel. Aber du bist das vielleicht ab und zu, Grand Schippel. Ja, das weiß ich. Grantig ist schlecht gelaunt. Ja. Und Schippel, das ist ein Stiesel, ein Bauer, ein Grand Schippel. Ja, das ist ein fürchterlicher Grand Schippel. Ja, du bist enterbt, so der Bauer ja. auf dem Hof, oder? Ja. Der ist so. So könnte man. Ja, eine Hure ist. Sagen. Ja, du bist enterbt. Ja, und das der Schachtel wird? Schachtel, das weiß der ich nicht. Schachtel wird? Schachtel? Kennt jemand den Begriff Schachtel? Ja, im Sinn von alte Frau, oder wie? Die alte Schachtel? Ja, da sagt man auch alte Schachtel. Ja, sagt man genau. auch noch die alte Ritzen? Hieß es. Auch das, die alte Ritzen, ich nannte den Namen einer großen österreichischen Künstlerin. Und der eine Österreicher sagte, die alte Ritzen, und der andere sagte, die größte Hure von ganz Wien. Ja. Und ich sage bitte nicht, es war, ihr wisst das eh alle. Schachtel ist eine Box. Ja, das und Schachtel wird ja. ist der McDonald's. Weil da gibt es ja alles in Boxen. Ja, schön, der Schachtelwirt. Aber das klingt doch ganz anders, ja, oder? Gell? Ja, gehen wir zum Schachtelwirt. Und da bestellen wir dann in Graz einen McIncest beim Schachtelwirt. Fantastisch. Du machst ja nicht nur die Nachrichten bei RTL, sondern du bist ja unglaublich unterwegs. Sehr mit sozusagen humanitären Einsätzen. Mhm. Afrika, Afghanistan. Ja, das kommt vielleicht noch. Afghanistan. Kommt vielleicht noch. Nein, aber in der Tat, ich arbeite mit UNICEF, arbeiten wir sehr schön zusammen seit vielen, vielen Jahren. Also das ist jetzt mal ein bisschen ernst. Und Sandra Thier unterwegs heißt dieses Format. Und ich war schon im Kongo, in Burkina Faso, in Bangladesch, in Ghana und jetzt in Burundi. Vor zwei Tagen lief die Reportage. Und wir reisen immer ins Krisengebiet und wollen halt aufmerksam machen auf auch ein bisschen härtere Themen. Aber nicht nur zeigen, furchtbar schlecht, sondern wir wollen auch dann auch die Lösung aufzeigen, wie dort geholfen wird. UNICEF arbeitet auch mit anderen Hilfsorganisationen zusammen und da bekomme ich natürlich einen wahnsinnigen Einblick und das möchte ich halt dann auch weitererzählen. Ja, und eine andere Tätigkeit ist sozusagen, wie man sagen, mehr so sportliche, du bist sehr sportlich, große sportliche Einsätze. Wir haben einen kurzen Ausschnitt hier, da fliegst du mit Red Bull, ist das so? Ja. So, ungefähr. Gehört denn eigentlich mittlerweile Österreich oder wie? Oder bestimmen die auch den Präsidenten? Oder auch Herr Mateschitz zum Beispiel ist auch ein Steirer. Ah, wirklich? Er kommt aus der Steiermark. Aber die Zentrale ist in Salzburg. Ist in Salzburg, Fuschl bei Salzburg. Ja, richtig. Genau, also es gab mal so einen Wettbewerb, der heißt, oder hieß, ist momentan, liegt er auf Eis und wird neu überarbeitet. Relaunched, genau. Aber der Wettbewerb heißt Red Bull Air Race, so wie die Formel 1, nur für Flieger. Ist auch der schnellste Motorsport der Welt. Und da fliegen so Leichtflugzeuge, also die Piloten kommen aus dem Kunstflug oder aus dem Militärbereich auch sogar und sind schon sehr, sehr gute Piloten, die da mitgeflogen sind. Und du bist sind. Mitgeflogen? Und da gibt es einen Zweisitzer und Sergio hat mir gezeigt. Der Pilot. Die zwirbeln und sind im Sinkflug, im freien Fall, dann ziehen sie wieder hoch und ziehen die so zurück und du sitzt vor dem Piloten, also du hast natürlich eine wunderschöne Aussicht, also du sitzt ganz vorne am Spitz, alles ist aus Glas, der Pilot sitzt hinter dir, du bist wahnsinnig eng in diesen Sitz reingepresst und angeschnallt und dann geht es wirklich so runter auf die Erde und das noch kreisel rums und überhaupt und dann sagt er, wichtig ist, wie man das überlebt ist, du musst halt befolgen, was der Pilot sagt. Er sagt, right, left, front. Also du darfst nicht irgendwo hingucken, sondern du musst auf den Flügelspitz links, rechts und auf den Spitz vorne gucken. Und was bewirkt das im Hirn? Weil sonst wirst du komplett bescheuert. Echt? Ja. Right, left, in front. Ja. Und wenn du das befolgst, dann bist du nicht ganz komplett gestört, wenn du wieder landest. Bei mir ist aber Folgendes passiert. Also ich war sowieso von Adrenalin. Also ich habe gedacht, ich habe 10 Joints geraucht oder so. Ja? Ja. Ich bin ausgestiegen und wollte so mit mir in der Welt allein sein und war total glücklich mit so einem Smiley. Und die Leute haben mir alle erzählt, Sebastian Vettel ist da mal mitgeflogen, Smudo von den Fantastischen Vier, also prominente Journalisten. Du könntest zum Beispiel auch mal, wenn du Interesse hast, das kann ich für dich einfädeln. Ich hätte Schiss. Absolut. Aber die stiegen zum Teil kreidebleich und sehr übel aus dem Flugzeug aus. Ja,
Und du hast es aber ich fand es, glaube ich, deshalb auch so geil, weil der Pilotenknüppel zwischen meinen Beinen auch war und alles, was er gemacht hat, sich bei mir mitgespielt hatte. Wahnsinn. So. Wir verabschieden uns.